Und damit herzlich willkommen zu Huntdown. Heute machen wir uns auf den Weg zu Grandmaster Yudai. Er befindet sich in der Altstadt. Verbrechen, Mord und Verschwörung ist, glaube ich, bis jetzt die kürzeste Vorstrafenliste, die wir hier in dem Spiel überhaupt gesehen haben. Unter den Gründungsmitgliedern der Number One Gang genießt Großmeister Yudai den größten Respekt. Trotz seines Alters ist er wieselflink und kennt keine Furcht. Ja, da schauen wir doch mal, ob er wirklich so furchtlos ist. Vom Level-Design sieht es auf jeden Fall schon mal etwas freundlicher aus als die Level davor. Was steht da? No Kurz? Kann es leider nicht genau lesen. Sturmgewehr nehmen wir mit. Ach nein, nicht schon wieder diese Hoverboard-Typen. Ich mag die nicht. Ich könnte schon wieder wetten, dass der Endgegner tausende von den Typen ja mitbringt und wir voll auf den Sack kriegen. So, Eddie, du bist wirklich sehr schlecht. Nein. Nicht mit mir, Minion. Ah, ui, das war knapp. Da haben wir ihn. Okay, wir kommen hier hoch. Ein Blaster, den nehmen wir natürlich mit. Gibt's hier oben noch irgendwas Schönes? Ein Dieb ist gut. Oh, shit. Ah, wo sind wir denn jetzt drauf gelandet? Verdammt. Ich sollte nicht einfach so ins Leere nach unten springen. Hat uns schon wieder Leben gekostet. Ach, die kleinen Viecher hier. Kein Problem für uns. Ja, dann nehmen wir mal einen Katana mit. Wird natürlich gern wissen, wie wir an das Diebesgut da oben kommen. Ich gehe nochmal kurz hoch. Nehmt's mir nicht übel. Dieses Geflimmere im Bild geht mir ziemlich auf die Nerven. Ich denke die ganze Zeit, es sind meine Augen. Ich hoffe nicht, dass es die Grafikkarte ist. Aber ich glaube eher, dass... würde hier zumindest ein bisschen zum Level passen. Ach du Scheiße. Geht weg. Oh nein, jetzt werfen die schon. Was sind das? Wurfsterne? Würde zumindest passen. Mensch, hör doch auf. So, Automatik-Schroti nehmen wir natürlich lieber mit. Wo ich mir nicht sicher bin, ob in dem Spiel oder in dem Level vielleicht das Katana angebrachter wäre. Ich habe zumindest so ein bisschen den Eindruck, dass die ganzen... neuen Waffen, die man jeweils kriegt in den Level, auch meistens immer die effektivsten sind gegen die Gegner. Aber wir haben da oben auf jeden Fall auch noch einen Blaster liegen und der haut auf jeden Fall gut Damage rein. So, mit ihm war auch nicht viel. Blaster nehmen wir mit. Wir gucken natürlich hier nochmal nach rechts, ob hier irgendwas Schönes ist. Na komm, dann schieß doch. Ja, hier ist ein Liebesgut. Oh nein, das hat uns nicht getroffen, oder? Und zwar ein Leben weniger als voll, aber ich glaube, das hatten wir vorher schon. Ein Lebenskoffer. Natürlich wieder genau an der Stelle, wo wir ihn nicht gebrauchen können. Ich glaube, das Spiel macht das mit Absicht, dass es uns immer so ein Ding hinlegt, wenn wir eigentlich noch voll sind. So, hier haben wir Wurfstern. Nehmen wir mit. Ey. Jetzt hört doch mal auf. Was habe ich euch denn getan? Ich will doch bloß euer Syndikat vernichten. Ach, was ist denn das für ein Move? Okay, dann haben wir den Lebenskoffer doch gebraucht. Ich nehme alles zurück. Ja, hier hinten kommen wir an das Diebesgut ran. Sehr schön. Ach, Mensch, ich vergesse das. Er hat den Move ja gerade schon gemacht, dass er diesen Move machen kann. Vergesse ich jedes Mal. Oder vergesse ich dieses Mal. Dann gucken wir oft noch. Die halten echt ganz schön viel aus. Vielleicht sollten wir mal die Wurfsterne benutzen. Ah, nein. Ach ja, was sollte ich denn machen? So, na gut, ein Leben verloren. Und hier ist schon der erste Checkpoint. Diebesgut haben wir gefunden, also brauche ich nicht nochmal zurückgucken. Auf ins Museum of the Orient. Was steht denn hier? LOK. Sind wohl Leipziger Fußballfans hier am Start? Ach ne, COK, ne? Ja, macht das Wort auch nicht unbedingt schöner. So, los jetzt. Ne, die Wurfsterne behalten wir erstmal und wir nehmen hier die Automatik-Schroti mit. Da unten glänzt was, müssen wir uns merken, ist wahrscheinlich ein Diebesgut drin. Weapons of Asia. Ein schönes Museum habt ihr hier. Oh nein. Entschuldigung, war ich nicht. Kleines Erdbeben.
Okay, wir haben einen Alarm ausgelöst. Alarm! Alarm! Ja, solange die hier alle entspannt hochgesprungen kommen, sollte das nicht die schwerste Aufgabe sein. Ah, Mensch, Eddie, überrasch mich doch nicht so. Ey, was hält denn der so viel aus? Ey, weg mit euch, los, runter. Wirklich, was hat denn der gerade ausgehalten? Also ich glaube, im Nahkampf sollte man nicht gehen mit dem. So, auf die Ferne kriegen wir den eigentlich immer ganz gut ausgeschaltet. Der da unten hat einen Granatwerfer, dann versuchen wir es vielleicht mal mit dem Katana. Jupp. Den Granatwerfer nehmen wir uns natürlich mit. Und hier unten liegt ein Turmgeschütz. Bam. Nein, der lebt noch. Wie hat er das bitte überlebt? So, müssen wir den Alarm jetzt irgendwo ausschalten. Nein, hier kommen noch mehr Gegner. Boah, na klar. Der Granatwerfer war gerade echt Gold wert. Und er ist so unsportlich, um hier hochzukommen. Ah, dann teleportiert er sich einfach. Na klar. Er kennt's nicht. So, hier unten ist noch einer. Müssen wir jetzt irgendwo den Alarm ausschalten oder kommen hier ansonsten unendlich Gegner mehr? Ich weiß es nicht. Hier kommen schon wieder die nächsten. Ah, ich würde gar... Oh nein, wir müssen hoch. Wir müssen auf jeden... Ach du Scheiße, wir müssen auf jeden Fall hoch. Ah, los, Attacke, 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 Attacke. Oh mein Gott. So toll, wie ich hier auf die Tastatur hämmer, klingeln wahrscheinlich gleich die Nachbarn von unten. Okay, wir haben es geschafft. Erstmal kurz durchatmen. Ein bisschen Chi sammeln. Und weiter geht's. So. Ich wollte das Ding hier kaputt machen, aber wir haben jetzt gerade nichts Explosives mehr dabei. Und hier ist bestimmt ein Diebesgut drin. Ach, Menno. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber ich weiß nicht, wie wir es hätten kaputt kriegen sollen. Dem Katana vielleicht? Sieht nicht so aus. Hier geht's auch nirgendwo mehr rein. Ja, was soll's. Ich kann es nicht ändern. Geschützturm würde ich tatsächlich... Obwohl, wir können es nochmal mit dem Wurfstern versuchen. Nein, natürlich auch nicht. Ich nehme doch lieber das Geschützturm mit. Das hat uns bei den Zwillingen so den Arsch gerettet, dass ich mich glatt darin verliebt habe. Und weiter geht's. Hier ist auch nichts mehr drin und hier haben wir einen Checkpoint. Ich glaube fast, wir haben ein Diebesgut verpasst. Dass die aber auch immer so überraschend kommen müssen. Die ganzen armen Gebäude. Ah, nein. Komm her, Eddie. Auf jeden Fall schon mal genügend Medizin rumliegen. So, ich mache erstmal das Ding kaputt. Dann hoffe ich, dass die hier alle hochkommen. Jupp, machen sie. Geht's hier noch rein? Oh ja, hier geht's rein. Geheimversteck gefunden. Und was bringt uns das? Nicht mal ein Diebesgut oder was? Ja, was soll mir denn das Geheimversteck jetzt bringen? Also verstecken musste ich mich gerade nicht unbedingt. War zwar ein bisschen Trouble hier in der Area, aber... Ist das nicht die Area 51, dass wir uns verstecken müssten? So, kommen wir denn hier irgendwie noch hoch? Wahrscheinlich dann wieder von der anderen Seite. Na gut. Dann machen wir uns weiter und hoffen. Aber von rechts sieht es auch nicht unbedingt so aus, als würden wir hier hochkommen. Naja, mal gucken. Uah. Ach, shit, shit, shit. Ich vergesse das ständig. Hör doch mal auf mit diesen komischen Moves. Du machst dir damit keine Freunde. Nehmen wir uns jetzt erstmal das Katana mit. Es ist tatsächlich noch am effektivsten. Sogar gegen die Dinger. Achso, okay, wir kommen doch hier hoch. Und hier haben wir noch ein Diebesgut. Jawohl, das war das... Nein, das war das dritte. Wir haben ja schon zwei gehabt. Sehr gut. Ich war die ganze Zeit darauf aus, dass wir erst eins gefunden haben. Oh, shit. Naja, kommt runter. Ah, verdammt. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Blaster mit. Ich wusste gar nicht, dass das Katana auch kaputt geht mit der Zeit. Ich dachte, das hält ewig, aber natürlich wird die Klinge irgendwann auch mal stumpf. Leben nehmen wir natürlich auch noch mit.
Schrotgewehr ist, glaube ich, besser als 10 Muni in der Blaster. Oh, was ist das? Hey, was ist denn das? Oh nein. Vielleicht legen wir mal kurz das Turmgeschütz weg. Oh nein, was macht... Oh nein, nicht irgendwelche explodierenden Sachen. Lass das. Nein, nein. Ach, shit. Aber das Katana hat anscheinend gut gehittet. Ach man, hör doch mal auf damit. Explodieren die irgendwann von alleine wie die Zielsuchenden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach ja, komm. Ja, die sind zum Glück etwas langsamer, beziehungsweise machen noch einen großen Bogen um mich herum. Scheint die Angst zu sein vor mir. Kann ich absolut nachvollziehen. So, auch ihn haben wir erledigt. Geschützturm ist wieder am Start. Aug nehmen wir auch erstmal mit. Volle Leben. Das sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Was kam denn hier runtergefallen? So, da oben scheint es zum Endgegner zu gehen. Wir haben auf jeden Fall alle Geschütztürme. Nein, nicht alle Geschütztürme, aber wir haben Geschütztürme. Wir haben alle Diebesgut, wollte ich meinen. Wollte ich sagen, habe ich gemeint, so rum. 84 Gegner bis jetzt getötet. Ich glaube, das ist Rekord. Ansonsten waren wir meistens bei 50, 60. Hey Leute, sorry für die kurze Unterbrechung, aber hier musste ich das allererste Mal in dem ganzen Let's Play überhaupt einen Schnitt setzen, aus dem einfachen Grund, dass ich mich so dämlich angestellt habe und so oft auf die Fresse bekommen habe von dem Typ, dass es schon einfach nicht mehr witzig war. Ich will euch ja auch ein bisschen entertainen und keiner hat Lust, sich jetzt 10 Minuten anzugucken, wie ich die ganze Zeit nur sterbe. Von daher, ich blende euch hier gerade ein paar Tode ein, dass ihr es seht, und zeige euch jetzt einfach den letzten Teil, in dem ich es geschafft habe. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Viel Spaß beim Weitergucken. Bis dann. Ich verzweifle bald mit dem Typen. Ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich machen soll. Auf jeden Fall habe ich schon mal mitbekommen, dass wir ihn hier am Anfang ein bisschen mit dem Katana hitten können. Das zieht auf jeden Fall echt gut ab. Jetzt werde ich hier alle drei Geschütztürme stellen. Hoffen, dass der hier unten... Na, bleibt nicht unten. Scheiße. Oh, Medizin. Mach doch dein Tornado hier oben. Hier unten. Das wäre viel besser. So, diese scheiß Drachen, wie sie dich auch immer angucken, ne? Wie, jetzt komme ich zu dir. Ah, schnell. Ah. Wir müssen uns erstmal um die Drachen kümmern. Die sind einfach... Es ist einfach zu viel auf einmal, wenn die dann noch kommen. Ach du Scheiße. Na, ich muss da reinspringen, sonst hätte mich der Drache erwischt. Ach, fuck. Nein, och. Okay, wir leben noch. Lass den hier runterkommen. Wir haben ihn, jawohl. Was für ein geiler Move gerade. Wir haben den schön am Anfang mit den Katanas gehittet. 19 Minuten, 15 Tode. Ey, das kann man auch niemandem erzählen. Wahnsinn, wie oft ich an dem Typen verreckt bin. Wir haben es geschafft. Ich denke mal, ich werde einen kleinen Schnitt setzen. Wahrscheinlich wisst ihr das schon, wenn ihr gerade hier an der Stelle seid. Sonst wird das echt zu lange. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.